Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz anlässlich unseres Meisterschaftsspieles zwischen der Fortuna und dem TSV 1860 München. Zu meiner Rechten der Trainer unserer Gäste, Rainer Maurer, und zu meiner Linken unser Chefcoach Norbert Meyer. Und wie immer geht das Wort zunächst an den Gästetrainer. Bitte sehr. Ich heiße auch alle herzlich willkommen. Ich denke, das war dann schon ein sehr dramatisches Spiel zum Schluss. Und wir sind natürlich alle überglücklich, dass wir aufgrund des unglücklichen Spielverlaufs das Spiel noch toll gedreht haben und ich denke auch verdient als Sieger vom Platz gegangen sind. Zum Spiel, erste Halbzeit haben wir sehr gut kontrolliert, haben bis auf eine Chance vom Wellington nichts zugelassen, hatten selber ein paar gute Möglichkeiten, die wir leider nicht so umgesetzt haben und für uns alle war es natürlich schon ein Tiefschlag, als wir dann durch ein Eigentor in Rückstand geraten sind. War natürlich auch entscheidend, dass wir in der Halbzeit auch die Mannschaft nochmal aufgebaut haben, dass sie an sich geglaubt hat, dass wir auch, nachdem wir letzte Woche 1-0 geführt haben und verloren haben, diesmal einfach auch mal einen Rückstand, noch einen Sieg umgedreht haben. Und da haben uns natürlich die zwei Standards über Daniel Birovka, die er gut vorbereitet hat, und die letztendlich dann auch vom Rakic und zum 2-1 vom Stefan Buck auch entsprechend gut umgesetzt wurden beim Kopf. Dann gut geholfen. Sicher hat zum Schluss die Fortuna die letzte Viertelstunde alles auf eine Karte gesetzt und hat natürlich auch eine riesen Ausgleichschance durch ein Torgerle verpasst. Wir hatten aber auch noch drei super Chancen, als wir vom Birovka, vom Ludwig oder dann einfach auch zum Schluss noch vom Stefan Aigner, der dann mit der Notbremse gestoppt worden sind, hätten wir natürlich das Spiel auch entscheiden können. Unterm Strich bin ich natürlich sehr froh, dass wir jetzt im dritten Spiel auch die Auswärtspunkte geholt haben, wo wir uns das Glück gegen Bochum leider nicht so auf unserer Seite war. Und deswegen ist es für uns eigentlich mit dem schweren Auftaktprogramm mit 4 Spielen und 6 Punkten eigentlich ganz okay. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen an unseren Gästetrainer? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann übergebe ich das Wort an Norbert Meyer. Bitte sehr. Ja, wir sind eigentlich zu einem psychologisch sehr wichtigen Zeitpunkt in Führung gegangen, nämlich kurz vor der Halbzeit. Nach einem verteilten Spiel in der ersten Halbzeit mit der klarsten Chance auf beiden Seiten von Wellington, bezeichnenderweise durch ein Eigentor des Gegners. Ich denke, beide Mannschaften haben sich gegenseitig kontrolliert, haben nicht so viel zugelassen, war vom Kampf geprägt, dieses Spiel, auch mit vielen Fehlpässen sicherlich. Haben diesen psychologischen Vorteil aber dann ja nicht mit rüber retten können, waren wieder bei 2 Standardsituationen, die wir natürlich klar angesprochen haben, wer zu wem zu gehen hat, wer wen decken muss in gewissen Situationen. Aber im Moment zieht sich das so ein bisschen wie ein roter Faden durch, dann ist es der, der den Fehler macht, dann ist es der, der den Fehler macht und so sind die 60er in Führung gegangen. Und so verlierst du letztendlich ein Spiel, wo du im Grunde sagen kannst, aus dem Spiel heraus haben wir fast gar nichts, bis gar nichts zugelassen. Natürlich, wenn wir bedingungslos aufmachen zum Schluss, wo wir alles an Offensivkräften auf dem Feld hatten, die überhaupt offensiv bei uns spielen können, dann ist es logisch und normal, dass der Gegner dann irgendwann in Kontersituationen kommt. Ja, aber wir haben diese 2 Standards bekommen und haben dann eigentlich eine fast 1000-prozentige Möglichkeit, noch klarer als ein Elfmeter im Grunde genommen. Und die nutzen wir nicht. Und dann dürfen wir uns letztendlich auch nicht beschweren, wenn wir dann mit leeren Händen dastehen. Das ist völlig normal im Fußball. Besser geht die Möglichkeit nicht. Besser kann so ein Ball nicht gespielt werden. Wir sind 2 Meter vor dem gegnerischen Tor und schaffen es dann nicht, den Ball über die Linie zu drücken. Und da, das ist eben dann ganz klar, dann wirst du das Spiel nicht mehr drehen können. Natürlich sitzen unsere Jungs jetzt ja, völlig ruhig, apathisch oben und die Hauptaufgabe wird sein, die Mannschaft wieder zu präparieren auf das nächste Spiel in Ingolstadt, wo dann 2 Mannschaften aufeinandertreffen, die ja bisher in dieser Saison noch ohne jeglichen Punkt dastehen. Dass der Wille wieder da war, ich denke, das konnte man wieder sehen, dass die Mannschaft das auch probiert hat, dass wir mit zunehmender Spieldauer wieder weiter Übergewicht bekommen haben, weiter versucht haben, nach vorne zu spielen, aber doch in vielen Szenen dann zu unkontrolliert waren, den letzten Pass dann nicht so ausgespielt haben, zu hektisch in Abschlüssen waren. Auch das konnte man dann sehen. Das ist aber auch aufgrund der Situation nichts Unnormales.
nicht so schön ist natürlich, dass Lamberts die rote Karte gesehen hat, weil er natürlich auch gerade kämpferisch immer das Vorbild auch ist, viele Bälle abläuft, sicherlich auch Fehler macht, aber sagen wir mal, gerade in der Rückwärtsbewegung einer derjenigen ist, die sehr, sehr viele Zweikämpfe gewinnen. Der wird uns fehlen am Mittwoch. Und jetzt ist natürlich, sind andere wieder gefragt, die dann in die Bresche springen müssen. Und dann gehen wir das Ding in Ingolstadt an, das ist doch ganz klar. Weil wir werden natürlich nicht aufgeben, weil die Mannschaft macht zu keiner Zeit einen Eindruck, als wenn sie irgendwo lethargisch sich in ihr Schicksal ergibt. Aber im Moment zieht sich das leider wie ein roter Faden durch, insbesondere auch bei Standards, dass eigentlich fast bei jeder Standard Gefahr droht. Und das müssen wir wieder sehen, dass wir da in eine richtige Spur kommen. Dankeschön. Vielen Dank, Norbert Meyer. Gibt es Fragen an unseren Trainer? Herr Meyer, Thomas Mörs für Sport 1. Sie waren jetzt sehr lange in der Kabine, beziehungsweise noch nach dem Spiel, auch damit beschäftigt, dieses Spiel vielleicht zu verarbeiten. Welche Gedanken nehmen Sie denn jetzt mit von diesem Spiel und wie wollen Sie diese Mannschaft wieder aufrichten? Also grundsätzlich sind wir ja nach dem Spiel mit dem Co-Trainer Uwe Klein und auch mit unserem Manager immer zusammen und gehen nochmal das Spiel durch, sofern das jetzt, ohne dass wir es schon gesehen haben, jetzt via TV, dass wir gewisse Dinge uns austauschen und uns natürlich auch schon Gedanken machen über das, was kommen wird. Und ansonsten ist immer wieder das gefragt, dass du die nötige Ruhe behältst, dass du jetzt nicht, und das haben wir auch heute nicht gemacht, irgendeinen Aktionismus walten lässt. Wir haben heute mal den Marcel Gauss gestellt, der sich das auch verdient hat, mal von Anfang an zu spielen. Der dann leider frühzeitig die gelbe Karte gesehen hat. Und bei so einem jungen Mann ist das eben oftmals so, dass er dann auch so ein bisschen vor sich selbst geschützt werden muss, damit wir uns nicht selbst dezimieren. Wir werden weiterhin die Ruhe behalten. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wir werden die Spieler wieder vorbereiten darauf. Und dann wird es immer wieder so sein, dass dann am Mittwoch wieder auflaufen, dass die für uns die Kohlen aus dem Feuer holen. Wir können immer nur Hilfestellung geben in gewissen Situationen, aufgrund unserer Erfahrung, aufgrund unseres Wissens. Das sind die Dinge, die wir machen können. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir noch kurz zu den Ergebnissen an anderen Plätzen. Augsburg gegen Osnabrück 2:2, Arminia Bielefeld, Ingolstadt 1:0 und Erzgebirge Aue gegen Duisburg ebenfalls 1:0. Wir bedanken uns bei 21.140 Zuschauern, die hier waren, und wünschen Ihnen allen eine gute Heimreise. Das nächste Auswärtsspiel, Norbert Meyer sagte es bereits, führt uns am kommenden Mittwoch zum FC Ingolstadt, 22.09. 17.30 Uhr. Und das nächste Heimspiel hier in der Esprit Arena am Montag, 27.09. 20.15 Uhr gegen den VfL Bochum. Nochmal vielen Dank fürs Kommen. Einen schönen Restsonntag. Tschüss.